Guten Morgen! Schön, dass ihr wieder hier auf meinem Kanal seid. Ja, was habe ich hier? Ich habe gebacken und natürlich die Eierschalen aufgehoben. Du kennst das ja bestimmt schon aus dem Video. Und heute möchte ich einfach nochmal eine andere Farbkombi malen. Also mal gucken, wie das wieder so funktioniert. Ich finde es schon spannend, überhaupt die... Nehme ich den Pinsel? Nein, Moment. Ich nehme den anderen Pinsel. Ja, spannend, die zu zerkleinern. Das macht auch Spaß. Ich habe auch noch mal eine größere Leinwand. Und jetzt fangen wir wieder an mit Farbe schmeißen. Das finde ich immer ein schöner, befreiender Moment. Heute scheint sogar die Sonne. Ich freue mich voll. Alle Eierschalen noch auf dem Brett und jetzt kann ich die einfach hier rüber streuen. Jetzt nehmen wir einfach wieder die Rolle und rollen da so ein bisschen rüber. Ich nehme auch gleich noch mal ein bisschen Farbe auf. Bleiben dann immer so ein paar Krümelchen in der Rolle hängen und die klebe ich einfach nochmal, drücke ich so ein bisschen ran und klebe die dann fest. Gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem Pinsel nach und dann ja, muss es auf jeden Fall erstmal trocknen. Und dann sieht das schon immer toll aus, finde ich. Hat schon immer was. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ich schüttel hier nochmal ordentlich, da fällt nichts runter. Aber ich glaube, wenn ich hier sehe schon, da ist es noch nass unter der Eierschale. Ich wollte schon Muschel sagen. Das hat immer sowas von Muschel, finde ich. Naja, mal gucken. Also ich darf wahrscheinlich nicht zu viel dran gehen. Hier ist auch noch ein bisschen nass. Ich habe noch Farbe übrig. Und die möchte ich heute verwenden von dem letzten Bild. Und ich habe so eine Idee. Ich möchte außenrum wieder dunkel anfangen, wie ich das oft auch im Buch gemacht habe. Also was für Anfänger heute. Und ja, alles andere wird sich ergeben. Also starten wir hier mal mit Schwarz und malen mal erstmal außenrum ein bisschen die Farbe. Ich werde wahrscheinlich einige Schichten heute an Farbe raufbringen und immer wieder die Struktur betonen. Du siehst das jetzt hier gerade, was passiert. Siehst du es? Jetzt möchte ich mal, dass die Farbe so reinfließt in die Rillen, also nicht obendrauf, sondern mehr so rein und daran längs fließt. Mal ein bisschen Wasser hinterhergeben. So, das war jetzt erstmal nur ein Test. Jetzt malen wir das nochmal wieder über, weil wir brauchen erstmal eine dunklere Farbe im Untergrund. So ist zumindest mein Plan. So, jetzt zeige ich dir nochmal, oder wir probieren einfach mal zusammen, wie man jetzt die Fläche wieder auswischt. Also was passiert, wenn ich jetzt die Farbe wieder ansprühe hier. Das sind schöne Effekte. Also du kannst genauso auch so rumarbeiten. Und wir testen hier einfach nur wieder einige Möglichkeiten. Und das finde ich jetzt schon ganz, ganz schön. Jetzt soll es nochmal ein bisschen ins Grünlichere gehen. So ein Seegrün möchte ich haben. So das Schönste an der Malerei, finde ich. Jetzt hier so mit der Struktur rumzuspielen, zu gucken, was passiert. Denselben Farbton habe ich hier noch. Den verstreiche ich jetzt erstmal. Sind wir ordentlich Seegrün. Und ja, die Farbe leuchtet ganz schön. Jetzt noch, wo sie nass ist. Gebe ich hier oben auch nochmal Weiß dazu. Ja, verändert sich sofort der Farbton. Mischen wir noch nochmal anders die Farben hier. Ich tupfe einfach nur ein bisschen drüber. Jetzt holen wir auch die Farbtöne oder die Eierschale kommt jetzt wieder mehr raus. Also es wird sichtbarer.
ist schon sehr meditativ so zum Malen. Und jetzt habe ich hier noch so einen Rest Türkis. Das glaube ich, das passt gut. Darauf freue ich mich jetzt schon. Hier finde ich schon, sieht man das ganz schön, aber ich glaube, ich möchte es hier lieber so dunkler drunter haben. Da habe ich die Farbe vorhin immer wieder mit weggenommen und deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal rüber, mache das gleiche nochmal sozusagen. Jetzt hier einfach mal ein Schädchen runter. Denn jetzt will ich die Farbe noch mal richtig laufen lassen. Dann kann man es einfach auch wieder auffangen. Mit jedem Farbverlauf ändert sich hier so die Farbe. Hier finde ich diese dunklen Stellen total schön, aber ein höherer Kontrast wäre jetzt. Manchmal, wenn die Sonne so scheint, irgendwo drauf scheint, dann sieht man wirklich nur noch weiß. Das finde ich gerade ganz inspirierend. Sehr meditativ heute. Ich bin schön abgetaucht und habe das so genossen, wie die Farbe sich verändert über die Schichten. Das finde ich immer besonders schön und ich finde das auch mit der Struktur ganz, ganz schön. Das muss jetzt auf jeden Fall erstmal trocknen. Ich mache da jetzt erstmal gar nichts mehr dran und gucke dann, ob ich das so lasse oder ob ich da oben noch was mache. Das weiß ich noch gar nicht. Ich lasse es erstmal so wirken und schaue dann. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, du hast wieder viel mitnehmen können heute. Hier diese Farben sind so toll, ich liebe die. Und komme natürlich wieder auf neue Ideen,
auch darüber, übers Tun eben einfach. Also einfach machen, das ist unser Motto. Und das finde ich gut. Ich kann ja auch nochmal zeigen, von welchem Bild ich die Farbreste heute verwendet habe. Das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Denn ja, das Bild mag ich total gerne, diese Aquamarinenfarben, die auch entstanden sind, einfach durch das Mischen der Farben. Und ja, darüber kam ich eben wieder auf neue Ideen. Also so geht das immer so weiter. Also schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Hab einen ganz schönen Sonntag und genieße die Ostern. Wir haben jetzt Ostern und ich dachte, es passt ja auch ganz gut mit den Eierschalen. Im Buch habe ich dir auch was zum Farbenmischen geschrieben. Du kannst eben über die Farbschichten Farben mischen, also optisch mischen, aber auch nass in nass mischen. Und ja, wie du vorweg Farben mischen kannst, dazu steht eben was im Buch. Ich stelle dir Links auch unter das Video immer. Ganz oben in die Kommentare pinne ich den Link meistens noch zu Videos, zu dem Newsletter, zu irgendwas, was interessant sein könnte für dich. Schau da immer gerne rein. Auch die Materialliste steht da. Genieße deinen Sonntag. Ich freue mich, dass du hier bist. Dankeschön für dein Like. Danke für dein Abo. Herzlichen Dank auch für deinen Kommentar. Das motiviert mich immer wieder. Und ja, auch der Chat, das ist so herzlich dort. Also ich freue mich total. Wir waren letztens über 430 Leute. Also Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt und diese, ja, diese freundschaftliche, nette Zusammenarbeit hier. Also einfach toll. Dankeschön.